etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und dass sowas von sowas kommt, 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Ihr Mann für UFOs aus dem All, darum schickt ihr ein General eine Fliegerstaffel hinterher, Alarm zu geben, wenn's so wär. Ich zeige dir jetzt, wie man das Stück 99 Luftballons von Nena begleitet an der Gitarre. Sicherlich einer der deutschen Klassiker. Ich zeige dir, wie man die Akkorde spielt und dann, wie man das Stück erst einmal ohne Rhythmus und dann mit Rhythmus begleitet. Gut, kommen wir als erstes zu den Akkorden. Der erste Akkord ist ein D-Dur. Du setzt den ersten Finger auf den zweiten Bund der G-Seite, den zweiten Finger auf den zweiten Bund der hohen E-Seite und den dritten Finger, ich nehme mal die anderen Finger mit, damit du es gut siehst, auf den dritten Bund der B-Seite. Zusammen sieht das dann so aus. Der nächste Akkord, ein E-Moll. Ich greife den immer mit dem zweiten Finger, zweiter Bund auf der A-Seite und den dritten Finger, ich nehme mal den anderen weg, damit du siehst, auch auf den zweiten Bund der D-Seite. So. Das nächste ist ein G-Dur. Wenn du kannst, greife ihn mit dem zweiten Finger auf der hohen A-Seite im zweiten Bund, dritter Finger im dritten Bund auf der hohen tiefen E-Seite und den kleinen Finger auf den dritten Bund der hohen E-Seite. Wenn du das nicht schaffst, kannst du auch den ersten und zweiten Finger nehmen, hier den dritten oder vierten, je nachdem, wie es passt bei dir. Letzter Akkord, A-Dur. Zweiter Finger in den zweiten Bund der D-Seite, zweiter Finger in den zweiten Bund, erster Finger in den zweiten Bund der D-Seite, zweiter Finger in den zweiten Bund der G-Seite und dritter Finger in den zweiten Bund der B-Seite. Zusammen sieht das dann so aus. Gut, wir kommen jetzt zur Struktur des Stücks. 99 Luftballons besteht nur aus vier Takten und es ist ein Viervierteltaktstück. Die vier Takte sind wie folgt. Im ersten Takt spielst du ein D, im zweiten Takt ein E-Moll, im dritten Takt ein G und im vierten Takt ein A-Dur. Ja, und das wird jetzt immer, die ganze Zeit immer und immer wiederholt. Es gibt da keine Ausnahme, egal welche Strophe du begleitest oder singst. Es sind tatsächlich immer nur diese wiederholenden vier Takte. Womit dann auch schon wieder bewiesen wäre, dass ein Superhit nicht kompliziert sein muss. Gut, wir wollen die Takte mal durchspielen miteinander. Und ich zähle jetzt immer und mache auch nur Abschläge. Ich zähle immer 1, 2, 3, 4 und vielleicht noch ein bisschen langsamer. 1, 2, 3, 4. Erster Takt D. 2. Takt E-Moll, 2, 3, 4, dritter Takt G, vierter Takt A, einmal noch, D, E-Moll, G und A, 2, 3, 4. So, über das eine Weile lang. Das Stück wird ja auch noch ein bisschen schneller begleitet im Original. Es ist ein Rockstück.
aber fange langsam an, steigere dich dann in der Geschwindigkeit. Gut, jetzt nachdem die Struktur des Stücks klar ist, kommen wir zur Begleitung. Ich möchte dir zwei verschiedene Varianten der Begleitung vorstellen. Das eine ist eine Begleitung, wo du einfach nur auf die 1 immer den Akkordwechsel betonst. Daran kannst du auch prima deine Rhythmus- und Taktsicherheit üben. Und das zweite ist dann ein Viervierteltaktrhythmus, mit dem du begleiten kannst. Ich persönlich wechsle das ab, das hast du in meinem Intro auch schon gesehen, dass ich mal eine Strophe eben einfach nur mit den Abschlägen begleite und mal eine Strophe mit dem Rhythmus, dann wird das Ganze nicht so langatmig und interessanter. Das erste, was ich dir jetzt zeigen möchte, ist die Begleitung einfach nur mit Abschlägen. Dafür ist jetzt entscheidend wichtig, dass du wirklich mitzählst und am besten auch mit dem Fuß mitgehst, dass du also taktsicher wirst, denn du wirst merken, je weniger du spielst, desto schwieriger ist es auch tatsächlich richtig im Timing, sagt der Musiker, zu sein, okay? Meine Idee ist einfach so, wir begleiten mal das erste einfach so. Ich spiele die Struktur durch und schlage immer nur auf die 1 kräftig an. 1, 2, 3, 4, D, 2, 3, 4, E, Moll, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, A, 2, 3, 4, D, 2, 3, 4, E, Moll, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, A, 2, ich sing mal kurz dazu. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Bis dahin, das ist die erste Begleitform. Finde ich persönlich schön, weil sie Abwechslung bringt. Und wie gesagt, du wirst merken, wenn du versuchst dazu zu singen, du musst schon sehr genau wissen, wann was kommt. Also du musst innerlich mitzählen. Auch benutze deinen Fuß dazu oder wenn du hast ein Metronom oder Taktel, um dort mitzuzählen. So, die zweite Begleitform ist jetzt ein Rhythmus. Der Rhythmus besteht aus ab, ab, auf, ab, ab, auf. Oder man zählt dazu auch 1, 2 und 3, 4. Und ich mache ihn auf einem D vor. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab, ab, auf. Gut. Diesen Rhythmus wollen wir jetzt üben über die Struktur des Stücks, das heißt über die vier Takte hinweg. Ein bisschen langsamer. 1, 2 und 3, 4 und D, 2 und 3, 4 und E, 2 und 3, 4 und G. Und das A. Wenn du es bis hierhin gemeistert hast, dann können wir uns um den Gesang kümmern für das Stück. Du kannst jetzt einfach erst einmal üben mit den Abschlägen, die ich dir gezeigt habe, oder mit dem Rhythmus. Man muss beides einzeln üben. Ich habe dir das gezeigt. Ich möchte jetzt aber mal mit dir zusammen einmal tatsächlich das, was ich am Anfang vorgeschlagen habe, machen, nämlich eine Strophe mal nur mit Abschlägen auf die 1, die andere dann mit Rhythmus zu spielen. Und zwar wollen wir die erste mal einfach nur mit Abschlägen begleiten und die zweite dann mit dem Rhythmus. Okay? So,
Ich fange also an, ich zähle einmal vor, dann spiele ich einmal die Abschläge auch mal so durch und dann versuchen wir mal dazu zu singen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. D, zwei, drei, vier. E-Moll. Zwei, drei, vier. G, zwei, drei, vier. A, zwei, drei, vier. Jetzt mit Gesang. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Gut, das war jetzt genau exakt im Timing die Begleitung der ersten Strophe. Zu der zweiten möchte ich mal mit dir mit dem Rhythmus üben. Okay, wir spielen wieder einmal vor, bevor es mit dem Gesang losgeht. Eins, zwei und drei, vier und E. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann bleibt jetzt natürlich noch viel üben. Übe auch extra noch einmal die Übergänge, wenn du tatsächlich so wie meinen Vorschlag nehmen willst, dass du einmal mit und einmal ohne Rhythmus begleitest, dann musst du natürlich auch den Übergang von dem einen zum anderen und wieder zurück üben. Du kannst aber, wie gesagt, das Stück auch einfach mit dem Rhythmus durchgängig begleiten, wie du möchtest. Da bist du völlig frei. Viel Spaß damit. Wenn es dir gefallen hat, denke dran, meinen Kanal zu abonnieren. Gitarre Songbegleitung. Dort wirst du viele weitere schöne, tolle Stücke finden, die ich ausführlich und ganz langsam erkläre in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Am geschicktesten ist es, wenn du dort einmal hineinschaust und guckst, was dir gefällt.